1, 2, 3, Soundcheck. Ja, herrlich, funktioniert ganz, ganz toll. Ja, danke mal für dieses herrliche Intro. Ganz begeistert, vor allem Violine, wow. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Martina Parker. Ich bin Autorin, vornehmlich Krimi-Autorin. Ein paar meiner Krimis sind auch hier ausgestellt. Wir sind aber heute nicht auf tödlicher Mission. Wir machen heute eine kleine Zeitreise. Ich darf heute meinen Freund und Co-Autor von unserem Buch Hotel Rock'n'Roll moderieren. Hotel Rock'n'Roll. Und zwar den Manfred Stallmeier. Wer kennt denn den Manfred von euch? Na doch, einige, ja. Die, den Manfred nicht kennen, der Manfred ist Hotelier in Wien. In der gehobenen Hotellerie. Und ich hatte die große Freude, so ein bisschen seine Lebensgeschichte aufzeichnen zu dürfen. Es erwartet euch da jetzt aber nicht irgendwie so eine traurige Memoiren oder so, nein. Sondern das Besondere ist, in den Hotels, die der Manfred über die Jahre leiten durfte, sind ganz, 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 ganz tolle Stars und Künstler abgestiegen. Also von wirklich das Who is Who von A bis Z. Und wir werden euch jetzt einige Anekdoten aus der Zeit verraten und nehmen euch quasi mit, so ein bisschen eine kleine Zeitreise zurück in die 1980er Jahre. Danke, Martina. Danke, dass Sie da sind. Wir freuen uns wirklich. Danke, Christian, Salmi, für die Einladung. Danke, Grumpendorf. Und, ja. Danke, Wettergott. Gell? Danke, Wettergott. Ja. Ja, es wird aushalten. Also sämtliche Wetter-Apps, die wir uns angeschaut haben, haben gesagt, 100% Regen. Ja, und die Welt wird untergehen, wir müssen uns dummeln, dass sie noch erst untergeht, nachdem wir fertig sind. Gell? Ja, Manfred. Für die Leute, die dich nicht kennen, gell? Wir sind ja beide vom Land. Also wir sind da ja am Land, wir sind auch beide vom Land. Der Manfred ist Steirer, kommt aus Fürstenfeld, ist bekannt, gell, durch einen gewissen Song. Ich bin Burgenländerin. Das Ganze ist aber nicht so weit voneinander entfernt. Wir sind, beide haben wir in derselben Disco getanzt, noch nach diesem altertümlichen Stil, wo man die Hände so Richtung Himmel hebt. Also mein Sohn lacht sich jedes Mal krank, wenn er mich tanzen sieht. Und da haben wir uns zum ersten Mal begegnet und kurz danach bist du nach Wien und hast beschlossen, du gehst in die Hotelbranche. So ist es. Ja? Also die Martina und ich, wir haben in einer Disco getanzt, in Kamakura. Das hat der Salmi schon vorher kurz erwähnt, das muss man dazu sagen, es war in Bad Batzmannsdorf, in einem Kurort, eine Disco, die damals halt war so ein toller Club, wo die Leute wirklich aus Wien runtergefahren sind, extra wegen der Musik. Da gab es DJs, grandiose DJs wie den Ewald Tata, der heute der Nova-Musikveranstalter ist, oder der Peter Kockhöfer. Und ja, und ich habe nach der Matura beschlossen, ich gehe nach Wien und will in einem Hotel arbeiten. Obwohl ich überhaupt nicht vorgebildet war, weder von Eltern noch Familie mit Hotelfachschule oder einem eigenen Betrieb zu Hause zu haben, sondern mir hat das einfach interessiert und habe mich ganz frech beworben in Luxushotels in Wien am Ring, um dort einen Job zu kriegen, irgendeinen. Okay. War mir egal. Ich glaube, da können wir jetzt gleich mit der ersten Lesestelle einsteigen, bevor wir was vorwegnehmen. Also wir nehmen euch jetzt geistig mit, in welches Jahr, Manfred? Der Manfred ist so toll, der merkt sich alle Zahlen dieser Welt. Ja. Ich sage, wo hat Robbie Williams gewohnt? Und du sagst? 140. Ja, also Wahnsinn. Also welches Jahr sind wir? Wir sind 1986. 86, ja. Und ich war vor 20 Jahren, oder? So kurz. Gefühlt, oder? Ja, gefühlt. Wer fühlt sich, wenn das 20 Jahre her ist? Okay. Wir waren ein bisschen jünger. Und das war mein erster Job in einem Ringstraßenhotel im damaligen SAS Palais Hotel. Das gehörte der skandinavischen Fluglinie. Das war ein historisches Palais, direkt neben dem Marriott Hotel. Und ich habe dort als Nachtrezeptionist gearbeitet. Also wenn man glaubt, als Nachtrezeptionist, man gibt den Schlüssel her, das ist ein bisschen mehr. Aber beginnen wir mit einer Anekdote aus dieser Zeit. Der Mann mit dem Schal ist da. Menschen, die die 80er und früher 90er nicht miterlebt haben, assoziieren diese Ära mit nostalgiegedrängten, farbenfrohen Bildern. Sie denken, die Zeit sei so bunt gewesen wie die Quadrate des Zauberwürfels, den wir damals einfach gegen die Wand warfen, auseinandernahmen und neu zusammensetzten, wenn wir es wieder nicht schafften, die Farbfelder auf den jeweiligen Seiten durch logisches Denken und beständiges Drehen harmonisch zu sortieren. Kurze Zwischenfrage, wer hat das können? Zauberwürfel zusammensetzen, aufzeigen bitte. Nie geschafft. Sigrid! Und wer hat die Felder runtertrennt und dann mit Druck wieder... gewusst wie, gell? Okay. Rückblenden und Revivals färben unsere Erinnerungen bunt.
Bilder von neonfarbenen Leggings tauchen auf, von knallig blauen und grünen Punkfrisuren und den bunten Geistern von Pac-Man im Computerlabyrinth. Das alles gab es natürlich. Tatsächlich waren die 80er Jahre in Wien aber vornehmlich grau. Die jungen Menschen, die von den Zügen und Bussen in der Bundeshauptstadt ausgespuckt wurden, sahen graue Straßen und graue Fassaden. Sie fanden sich in farblosen, billigen Substandardwohnungen wieder, wo sich das Klo auf dem Gang befand und man sein eigenes Klopapier mitnehmen musste, wenn man mal musste. Alternativ konnte man sich den Hintern mit dem akkurat geviertelten Zeitungspapier der Kronenzeitung abwischen, das auf einem Schnürl neben dem zugig immer offenen Klofenster hing. Normalsterbliche hatten in Wien Vierteltelefone. Wenn die Nachbarn so lange die Leitung blockierten, versuchten wir sie mit Stricknadel gestochen in der Telefonsteckdose aus der Leitung zu werfen. Die meisten Menschen denken, ein Nachtrezeptionist habe nichts anderes zu tun, als Schlüssel auszuhändigen und betrunkenen Heimkehrern bei der Suche nach ihrem Zimmer behilflich zu sein. Die Betreuung der Gäste an der Rezeption und an der Hotelbar gehörte natürlich zu meinem Job. Daneben verbrachte ich aber auch viel Zeit mit Rechnern und Listen führen. Nachtrezeptionisten müssen nämlich, bevor es computergesteuerte Abrechnungssysteme gab, nachts den Stand machen. Das bedeutet, ich hatte die Tageslosungen abzurechnen. Mein Dienst begann um 23 Uhr und endete um 7 Uhr früh. Die Lobbybar schloss offiziell um 3 Uhr. Somit hatte ich 4 Stunden, um auch dafür die Abrechnung fertig zu machen. Theoretisch. Denn die Sperrstunde war damals ein dehnbarer Begriff, vor allem wenn einflussreiche Gäste in unserer Hotelbar, der Makat-Bar, waren. Einer dieser Gäste war ein berühmter Doyen der Wiener Unterwelt. Heinz Bachheimer hatte wegen seiner kupferroten Haare bald den Spitznamen der Rode, wienerisch für der Rote, verpasst bekommen. Von dort war es nicht mehr weit zum Roten Heinzi. Der Rotlichtkönig besaß nicht nur den Queen's Club am Wiener Alsergrund. Es heißt, er habe auch das berüchtigte Stoßspiel kontrolliert, ein Kartenspiel, das so manche Existenz in der Hauptstadt zerstörte. Reiche Industrielle wurden dabei wie goldene Gänse gerupft und verspielten in wenigen Minuten alles, wofür sie ein Leben lang gearbeitet hatten. Das Café Drexler, das ich dann von 2006 bis 2018 führen durfte, das Legendäre, hatte so ein schwarzes Zimmer und da drinnen ist Stoß gespielt worden und da haben tatsächlich der eine oder andere sein Zinshaus dort verloren und verspielt. Obwohl der Rote Heinz stets mit einem Fuß im Kriminal stand, im Polizeifunk hatte er sogar einen eigenen Codenamen, der Indianer, war er bestens in der Wiener Society integriert. Zu seinen Festen kamen viele, die in Adel und Politik, Journalismus und Kunst Rang und Namen hatten, sogar Anwälte sah man. Den Bachheimer sah sich selbst als Kaufmann, Kunsthändler und Mäzen. Einer der Künstler, die der Rote Heinze bei seinen Besuchen in unserer Makat-Bar damals oft im Schlepptau hatte, war ein junger Musiker. Nach ein paar Flaschen Champagner fing der Typ gern an zu singen. Anfangs haben die anderen Gäste ihn nicht erkannt und sich deshalb über die Singerei beschwert. Später, als sich herumsprach, wer da nachts in der Hotelbar für Unterhaltung sorgte, haben sie applaudiert. Zu mir war der Musiker immer nett, vor allem als er erkannte, dass er meine Arbeit erschwerte, wenn er die Sperrstunde überzog. Er ging zwar deswegen immer noch nicht früher heim, aber er begann sich für die Umstände zu entschuldigen, die er mir bereitete. Das ist von dem da drüben, flüsterte mir der Barkellner und schob eine Flasche Sekt über das Pult der Rezeption. Wenn ich aufsah, um mich zu bedanken, spielte sich immer die gleiche Szene ab. Der Sänger sah mich an, machte eine übertriebene Verbeugung, bei der er theatralisch seinen Arm in meine Richtung ausstreckte. Um den Arm hatte er dabei immer einen weißen Seidenschal geschlungen, der in diesen Momenten aussah wie das weiße Servierduch eines Kellners. Der Mann hieß Johann Hölzl, aber er nannte sich Falco. Falco, ich glaube, da haben wir jetzt ein Stichwort für euch, gell? Thank you.
erinnert an dieses Sinfonieorchester von der Claudia der Bruder. Polonowitz. Dieses, ja, genau, also gerade diese Violine mit klassischer Rockmusik. Manfred, der Falco war so deine erste Starbegegnung. Und man kann, glaube ich, sagen, du hast dann Blut geleckt, oder? Also du hast dann gedacht, ich darf gern mehr Stars kennenlernen. So ist es. Ich bin dann, nachdem ich in der Nacht an der Rezeption gearbeitet habe, nach 3 Jahren von der Rezeption weggekommen und habe einen Job angeboten bekommen, in der Salesabteilung zu arbeiten, im Verkauf. Und da haben mich wahnsinnig viele Leute, Freunde, Bekannte gefragt, im Hotelverkauf, was verkaufst du eigentlich? Naja, Zimmer. Und die Musik hat mich immer interessiert und so habe ich mir gedacht, im Verkauf, es bleiben immer wieder die Tourbusse stehen. Und die Tourbusse, wenn Künstler in Wien gespielt haben, alle möglichen. Wie erkennt man Tourbus? Steht da Tourbus drauf? Ja, das sind die Nightliner, das sind schwarze Busse mit schwarz beklebten Scheiben, Doppelstock, Doppeldeckerbusse, wo aber nur 14 Personen drinnen sind in der Regel. Okay. Es sind 14 Betten drinnen. Und diese Nightliner, die sind alle stehen geblieben vor uns beim Haupteingang. Allerdings war das war in derselben Straße und auf der anderen Seite wie so wie der Nebeneingang vom anderen Hotel, einer amerikanischen Kette. Und das hat mich eigentlich wahnsinnig gestört, dass wir auf der falschen Seite reingegangen sind. Okay, also du warst auf der Lauer und hast immer die schwarzen Busse gesehen und die marschieren da alle. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, das ist der David Bowie und alle da drüben wohnen und eigentlich ist das bei uns wesentlich schöner. Und habe mich dann wirklich hinter das Telefon gesetzt und habe begonnen zu recherchieren und habe mir wirklich zum Ziel gesetzt, es muss gelingen, dass die bei uns wohnen und nicht dort wohnen. Jetzt erklär mal für die Jüngeren, also wir reden von einer Zeit, da gab es kein Facebook, da gab es kein Google, da gab es kein gar nichts. Gab es Vierteltelefon, haben wir gehört. Wie recherchiert man sowas? Ja eben, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen ohne Google, weil halt vergoogelt man Veranstalter, gibt den Künstlernamen ein und dann findet man auf jeden Fall mal irgendeine Fährte. Damals gab es das alles nicht. Und ich habe mit der Recherche halt so begonnen, dass ich auf den Plakaten mal nachgelesen habe, ob ich irgendeinen Hinweis sehe, wer ist der Veranstalter. Dann habe ich manchmal auf dem Plakat etwas gefunden und habe den Veranstalter angerufen. Der Veranstalter wiederum hat gesagt, er weiß nicht, wer die Hotelbuchungen macht, keine Ahnung, ich soll bei der Plattenfirma anrufen. Dann habe ich in Wien bei der Plattenfirma angerufen, nachdem es damals eigentlich noch von fast allen großen Plattenfirmen gab es noch Büros in Wien, Universal Music, EMI Records, Virgin Records. In Wien haben die zwar gewusst, dass ein Künstler kommt, weil die haben ihnen meistens eine goldene Schallplatte, das gab es damals auch noch, diese Verleihungen, verliehen, aber sie haben in Wahrheit nicht gewusst, wer das macht, wer dafür verantwortlich ist. Und die haben mich dann wieder weiterverwiesen und haben gesagt, na, dann ruf halt bei unserem Büro in London an. Dann haben wir in London angerufen. Und so ging das eigentlich um die halbe Welt bis nach Los Angeles. Nur dazu bin ich dann halt, nachdem beim Vierteltelefon und damals beim Privatanschluss waren ja USA-Gespräche wahnsinnig teuer, um 1 in der Früh ins Taxi gestiegen. Da waren, glaube ich, auch in Büros nicht alle Telefone freigeschaltet, gell? Damit man das nicht missbraucht. Ja, das kam noch dazu. Ich bin um 1 in der Früh ins Taxi gestiegen, bin ins Büro gefahren, um zu telefonieren. Nur von meinem Telefon aus durfte ich nur Inlandsgespräche und nach Schweden führen, weil in Schweden war unser Head Office. Aber London anrufen war eigentlich schon nicht möglich, geschweige denn USA. Also wir müssen um Erlaubnis fragen, ob ich um 1 Uhr früh einen Long-Distance-Call nach Amerika führen darf. Und so kam das dann. Das habe ich dann gemacht und in Amerika mit dem Gespräch. Wie alt warst du da noch für die Leute so zu? Da war ich 22. Okay. Mit Schulenglisch aus Fürstenfeld? Mit Schulenglisch aus Fürstenfeld. Gab es da ab und zu so Missverständnisse? Naja, da gab es ein ziemlich arges Missverständnis, weil ich bin dann nach diesem Telefonat kam dann ein Name, der mir genannt wurde. Das war der John Giant Quito, der aber wiederum sein Büro in England hatte, womit ich dann am nächsten Tag wieder nach England gekommen bin. Und ich habe den dann angerufen und ich habe eine Frage gestellt, weil das war gerade die Zeit, wo die Lisa Stansfield oder die Beach Boys am Kalender waren für Konzerte in Wien und ich habe ihn gefragt, John, are you doing the Beach Boys? Und das war nicht wirklich gut. Schon die, die das verstanden haben, lachen jetzt, gell? Genau. Aber alle haben gesagt, ja, are you doing the Beach Boys, ja? Ja, also jetzt nicht ganz so doing gut. Ist ein bisschen doppeldeutig auf Englisch. Ja. Ja. Und er hat gesagt, no, I'm not doing the Beach Boys, but if you're asking me, I'm booking the rooms for the Beach Boys and I'm booking the tour. Naja, und so kam das dann. Aber ich finde es total mutig, muss ich sagen. Gell? Also ich meine, ich mit meinem Oberschützer in der Schule Englisch hätte mich nicht traut, in Amerika anzurufen. Gut, ich muss dazu sagen, also ich hätte nichts verstanden, was geantwortet hätten. Ja. Ich habe natürlich durch 3 Jahre Arbeit an der Rezeption schon Gespräche geführt, viele Gespräche geführt mit Engländern und Amerikanern. Die Amerikaner habe ich anfangs überhaupt nicht verstanden.
aber man kommt aus einer kleinen Stadt aus Fürstenfeld, hat in Güssing maturiert, ist im Talentebus gefahren. Im Talentebus waren nämlich immer diejenigen, die es in Fürstenfeld im Gymnasium nämlich nicht geschafft hätten. Die sind dann nämlich nach Güssing gefahren. Deswegen war es auch der Talentebus. Ich habe in Englisch mit sehr gut maturiert und bin also wirklich voll motiviert. Nein, ich wollte überhaupt nicht dein Englisch kennen, das hat den zwei Stellen überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Du hast dafür Musik gehört. Es ist trotzdem lustig, weil ich war dann auch noch 6 Monate in Portugal, habe dort gelebt und habe dort sehr viel Englisch geredet, weil ich einen englischen Pub gejobbt habe. Mhm. Nur als man dann das erste Mal wirklich von mit einem Amerikaner spricht, dann wird es eng und dann versteht man es nicht. Und damals gab es in Wien auch noch, oder überhaupt in Österreich, Blue Danube Radio, ein englischsprachiges Radio. Und ich habe in meiner Freizeit auch immer Blue Danube Radio gehört. Damit ich da einfach besser werde. Mhm. Aber zurückzukommen auf das, und wie kam es dann zum ersten Künstler, nachdem es sehr peinlich den John gefragt hat, ob er mit den Beach Boys was hat, bin ich dann nach London geflogen und mein Chef damals hat zu mir gesagt, ja, ich habe gesagt, ich glaube, es wäre gut, wenn ich nach London fliege, wenn ich den John kennenlerne. Mhm. Weil ich glaube, das wird, kann ein gutes Geschäft werden und wir kriegen die dann endlich einmal, dass die nicht da drüben alle reingehen beim amerikanischen Nachbarn. Mhm. Ah, da gibt es eine süße Anekdote. Ich glaube, das war ein bisschen teuer, der Flug damals, gell? Der war mehr als was du verdient hast oder so ähnlich. Ja, damals war Fliegen unter der Woche noch schweineteuer. Das ist nicht so wie heute um 200 Euro London hin und retour, sondern damals kostete ein Flug unter der Woche, wenn keine Samstagnacht dabei war, 14.000 Schilling. Und das war dann für zwei Business Class und da gab es auch noch Essen im Porzellan. Aber ich habe 12.000 Schilling verdient. Mhm. Und dann hat das Taxi vom Flughafen rein auch noch gleich umgerechnet 1.000 Schilling gekostet. Und ich habe die größten Gewissensbisse gehabt und schon Ängste gehabt mit meiner Reiseabrechnung, wenn ich dann nach Hause komme. Das verstehe ich, ja. Und bin dann aber zum John gefahren und habe den dann getroffen in seinem Büro. Und der hat dir dann Künstler geschickt, gell? Ich habe meinen schönsten Anzug angezogen, den ich beim Modehaus Holler in Fürstenfeld gekauft habe. Keine Werbung. Gibt es immer noch. Aber das gibt es immer noch, ja. Und ich bin dort auftanzt mit Prospekten und habe alles mitgenommen. Internet gab es ja noch nicht, man hat Prospekte in gedruckter Form mitgenommen. Und habe versucht, das Hotel zu verkaufen. Und er hat gesagt, na, wir machen das ganz einfach, du ziehst jetzt den Anzug aus, wir gehen am Abend essen, wir plaudern. Und hat dann die Lisa Stansfield gebucht. Das war dann letztendlich die kam ja von früher als die Beach Boys. Mhm. Mhm. Und ich bin nach Hause gefahren und das waren 43 Zimmer für 3 Nächte. Und muss damals sagen, in Schilling hat damals das Zimmer bei uns schon zwischen 2600 und 2900 Schilling gekostet, weil 43 für 3 Nächte. Und Kreditkarten in der Form mit so hohen Summen gab es noch, also war es gegeben, aber waren nicht abbuchbar. Also waren solche so Reiseschecks, oder? Reiseschecks oder vorauszahlungspflichtig. Und der John hat zu mir gesagt, du, aber ich habe selber gerade angefangen, das war ein kleines Büro mit 15 Quadratmetern, eine Sekretärin, ein Faxgerät, ein Telefon. Aber ich kann es nicht anzahlen, das geht ja nicht aus, das schaffe ich nicht. Aber ich verspreche dir, nach 4 Wochen hast du das Geld. Gut, ich fliege nach Haus, gehe dann zu meinem Chef ins Büro, erkläre ihm das und sage ihm, so ist es, können wir das machen. Und er hat gesagt zu mir, naja, glauben Sie, dass er zahlen wird? Ist der seriös? Hält der? Habe ich gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, ja, der hält. Aber ich sage, was ist, wenn er nicht zahlt? Er war ein Schweizer. Ja, den kannst du gar nicht mehr googeln, den Menschen, Thomas. Also, nein, war dann nicht googeln, aber voll vertrauen ist auf das, was ich erzählt habe, ist, dass ich für 2 Tage 17.000 Schilling Reisekosten gehabt habe. Also ein toller Chef, muss man sagen, im Nachhinein, oder? Schon großer Vertrauensvorsprung. Er hat dann gesagt, und das habe ich ganz großartig gefunden, er hat gesagt, naja, und wenn er nicht bezahlt, dann haben wir wenigstens mal einen Künstler gehabt und die Nachbarn erfahren sie nicht. Süß. Na gut, und dann kamen die, ganz aufgeregt war ich natürlich. Wir durften dann auch zum Konzert gehen, Tourmanager hat uns eingeladen zum Konzert. Also wer kam, Entschuldige? Lisa Stansfield. Mhm. Und wir waren alle ganz aufgeregt und das hat alles super funktioniert. Sie reiste ab, ich bin dann in die Buchhaltung gegangen und habe gesagt, so, bitte zu Frau Dienhobel, sage ich, wenn in 4 Wochen das Geld nicht da ist, bitte mir sagen, ich rufe dann an, wir werden schon schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Um 1 in der Früh. Ja. Sollte das Geld kommen, habe ich gesagt, bitte mir auch sagen. Ja. Nein, nach 3 Wochen hat sie mir angerufen und hat gesagt, die haben gezahlt, alles da. Echt schön. Und vor allem, du hast ja heute noch Kontakt mit ihm, der hat dir über die Jahre wirklich also genau die Stars geschickt, auf die dann der Nachbar neidig war,
David Bowie, Robbie Williams, Johnny Depp, Whitney Houston. Also gerade Robbie Williams spielt ja bei euch jetzt, gell? In 2 Wochen oder so weiter, ja. Ich kann mich ja... In der Waldarena. In der Waldarena, vielleicht sollte man umleiten, oder? Ja. Also ich muss sagen, ich war ja damals totaler Robbie Williams-Fan, ich glaube, wie jeder. Und da gab es ja was ganz legendäre Dinge, gab es da ja, gell? Also sehr, sehr bei euch eingecheckt und ich habe gehört, der hat sich dann irgendwie was nachbauen lassen oder mit dem Barkeeper oder sich befreundet. Wie war das genau? Naja, Robbie Williams hat ja schon früher begonnen, weil Robbie Williams hat bei mir gewohnt im SAS Palais Hotel damals noch mit dem letzten gemeinsamen Auftritt mit Take That. Okay. Kennst du noch alle Take That? Und Boy Group, ja. Da gab es ja dann auch die Pressekonferenz, wo sie sich dann aufgelöst haben und das war auch bei uns. Und das war ja auch damals schon ein Riesentheater, weil da haben sie Kinder, 14-jährige, 15-jährige Kinder, unter den Gittern beim Gehsteig, wo die Kellerfenster nach unten gehen, haben die Gitter ausgeklappt und haben sie dort reingelegt. Mhm. In der Hoffnung, es war kalt, in der Hoffnung, nur nicht weit weg vom Hotel zu gehen, in der Hoffnung, ihn zu sehen. Und einige Jahre später, als ich dann 1997 habe, das Hotel passiert leicht, das auch? 1997 habe ich dann als 30-Jähriger, als sehr junger Direktor, wurde mir das erste Designhotel Wiens angeboten, als Direktor zu übernehmen mit knapp 50 Mitarbeitern. Und es ist so, dass dann eigentlich alle Buchungen, weil in der Zwischenzeit waren schon einige Jahre hinein, da habe ich das schon 6 Jahre im Verkauf gemacht, der David Bowie schon Stammgast bei mir im SAS Palais Hotel, Joe Cocker, Earth, Wind & Fire etc. etc. Und da sind die Buchungen einfach automatisch mitgekommen. Robbie Williams war dann da und dem hat es wahnsinnig getaugt, 4 Mal insgesamt und wir waren da mehrmals auch in den Nachrichten, weil auf der Wiener Hauptstraße ist eine sehr breite Ausfahrtsstraße, 4 Straßenbahnlinien fahren inklusive Badener Bahn und da gab es dann Trauben von 300, 400 Leuten vor der Tür, dass nichts mehr gegangen ist, dass die Straßenbahn eingestellt wurde und wir haben dann beim zweiten Mal, wo er bei uns war, nachdem es ihm beim ersten Mal so gut gefallen hat und der Barkeeper ihn so wahnsinnig imponiert hat, war das Wunsch vom, der Wunsch vom Tourmanagement, dass wir die Silver Bar im Backstage-Bereich im Praterstadion aufbauen. Mhm. Was wir dann auch gemacht haben. Super. Und da war es dann, glaube ich, auch geil. Es ist übertragen worden, hat sich bedankt auf der Bühne dafür oder so. Ja, oder das so waren dann 2 Konzerte, die hintereinander stattgefunden haben im Praterstadion mit jeweils 55.000 Personen. Und genau das zweite Konzert ist live weltweit von über 300 Radiostationen übertragen worden. Und Robbie Williams hat eigentlich nie genau, oder hat eigentlich nie gesagt, wo er wohnt. Und just bei dem Konzert, wo er gerade so unterhaltend mit ein paar Fashion-Mädels, die vorne in den ersten Reihen gestanden sind, gesprochen hat, sagt er dann plötzlich, guess where I'm staying? Guess where I'm staying? I'm staying at Trieste. Ich war im Publikum, das war ungefähr bei der Hälfte des Konzerts, und ich habe gesagt, es hilft nichts, ich muss jetzt retour ins Hotel, weil ich glaube, das wird dann eine Herausforderung. Und das war dann auch eine Herausforderung. Ja, ich war schon dort. Wir waren dann von hunderten Menschen überrannt. Ja, jetzt wissen wir es endlich, wo er ist. Gell? Vornehmlich Frauen? Was heißt vorhin? Nur Frauen. nur Frauen und die natürlich alle da hinein wollten. Mhm. Wir haben dann ein bisschen die Aufgabe gehabt vom Tourmanager, die Schöneren zum Aussuchen. Das ist das, jetzt kommst du gleich vors Gericht mit sowas. Denk an die Geschichte, oder? Anstand. Ja, andere Zeiten. Ich glaube, wir lesen jetzt ein kleines Stück. Ich würde sagen, wir lesen jetzt, weil das ist recht lustig, weil da kommen sehr viele Stars vor. Wir haben so einen Dialog mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von Manfred, ja, mit der Fanny Holzer-Luschnick. Magst du sagen, wer die Fanny ist? Die Fanny Holzer-Luschnick ist eine Kärntnerin. auch hier ganz in der Nähe. Der Name sagt schon alles, oder? Ja, ja. Luschnick ist aber der Name ihres Mannes, der natürlich auch Kärntner ist. Aber sie ist sogar ganz aus der Nähe. Sie ist eine gebürtige Bleiburgerin, aber haben ein Haus in. Warte, ich zeig's kurz her, gell? Also ja, das ist Wörthersee, vielleicht. Das ist die Fanny, ja? Die Fanny ist das, gell? Stellt euch jetzt vor. Haus hier direkt am See in Döschling. Und sie ist. Sie war damals meine, also ich habe sie im SAS Palais Hotel schon gehabt, als Mitarbeiterin in der Reservierung und habe sie dann mitgenommen ins Triest und wurde dort meine Stellvertreterin. Und wir haben 10 Jahre zusammengearbeitet und mittlerweile ist die Fanny die Direktorin vom Motto Hotel in Wien auf der Marie-Hilfer-Straße von Bernd Schlacher. Und wir haben natürlich nach wie vor ein sehr gutes Einvernehmen. Und ja, wir haben da einen netten Dialog und die Martina ist jetzt die Fanny. Genau, ich spüre jetzt die Fanny, ja.
Weil ich muss dazu sagen, also ich habe das ja aufgezeichnet und normalerweise ist das ja einfach rein Recherche, so ein Dialog. Nur der Dialog war so lustig, dass ich ihn dann wirklich fast 1:1 transkribiert habe, weil der einfach so lebendig und so lustig war, wie die beiden da in der Vergangenheit geschwelgt haben. Und da lassen wir euch jetzt Anteil nehmen. So. Also ich bin jetzt Ich bin die Fahne, ja. Was hast du dir eigentlich gedacht, als du mich zum allerersten Mal gesehen hast? Ma, ist der jung. Aber du hast mich gerettet. Ich war ja anfangs im SAS, im Housekeeping, und du hast mich in deine Abteilung geholt. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Welche Erinnerungen hast du an unsere berühmten Gäste im SAS? Ich weiß noch, dass sich die Fans von Deck Dead in den Lüftungsschächten versteckt haben und versucht haben, unsere Hausmänner zu bestechen, damit sie reinkommen. Die haben denen 1000 Schillingscheine hingehalten. Zeitgleich war damals ja auch Aerosmith bei uns zu Gast. Wie heißt der Sänger, der Kleine? Steven Tyler. Ja, Steven Tyler. Da war eine Situation, als sich Steven Tyler an der Rezeption angestellt hat. Er wollte einen Schirm haben, weil es regnete. Und die Take That Fans haben ihn einfach weggedrängt. Die haben gar nicht gewusst, wer das war. Die haben ihn einfach zur Seite geschoben. Die wollten nur Take That sehen. Take That ist auf dieser Promotour furchtbar viel fotografiert worden. Du, sind die nicht auch mit dem Auto durch die Lobby gefahren? Nein, aber irgendwer anderer ist mit dem Fiaker in die Lobby gefahren und das Pferd hat mitten in der Lobby hingebindelt. Und der General Manager war völlig fertig. Das Pferd hat auf seinen neuen Teppich gebindelt. Die halbe Lobby stand unter Wasser. Aber jetzt fällt es mir wieder ein, der Fiaker war wegen einer Hochzeit da, nicht als Staraufgebot. Ich weiß aber, dass der David Bowie im SAS war. Bowie haben wir zu deiner Zeit 3-mal oder 4-mal sogar als Gast gehabt. Also meine schönste Bowie-Begegnung fand in Triest statt. Da hat David Bowie mal das Room-Service angerufen, aber dort war besetzt. Also ist der Anruf automatisch zu mir umgeleitet worden. Ich habe abgehoben und hatte ihn am Telefon. Ich habe gleich eine Stehfrisur bekommen vor lauter Aufregung. Als ich seine Stimme hörte, er hat gesagt, hi, da ist Mr. Stevens oder Mr. Brown. Ich weiß nicht mehr, wie er sich damals genannt hat. Ja, die haben sich ja auch immer mit ihrem Pseudonym gemeldet. Ja, auf jeden Fall hat Bowie gesagt, I would like to order room service. Und dann hat er ein Wiener Schnitzel bestellt und einen Kartoffelsalat. Eigentlich war damit ja alles gesagt, aber ich wollte ihn einfach nicht aufhören zu telefonieren. Also habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht auch eine Suppe will. Und dann habe ich alle Suppen aufgezählt. Danach habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht noch eine Nachspeise will. Und dann habe ich ihm alle Nachspeisen aufgezählt. Alles Süße, was mir so eingefallen ist. Ich wollte halt nicht auflegen. Dann habe ich noch die Getränke aufgezählt. Er muss sich gedacht haben, die Frau hat sie nicht alle. Ja, der war sicher schon halb am Verhungern. Die Stars haben oft Schnitzel gegessen. Ja, die Schnitzel haben sie geliebt. Sogar die, die laut Ryder vegan waren. Die haben bei uns Schnitzel gegessen. Das waren ja auch die besten Schnitzel, muss man ehrlich sagen. Achso, entschuldige. Ich habe noch drüber springen oder so. Wo springen wir denn? Ja, jetzt ist mir doch noch eine SAS-Geschichte eingefallen. Weißt du noch, wie Juventus bei uns war, die Fußballmannschaft? Das war so witzig, da war einer fescher als der andere. Die wurden ja alle von Armani ausgestattet. Ich war auf dem Weg zu meinem Büro und bin zufällig noch kurz vor der Rezeption gestanden und plötzlich marschierte Juventus ein. Und zwar der ganze Bus. Alle Spieler, die haben gedacht, ich bin das Begrüßungskomitee. Und jeder hat mir die Hand gegeben und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich schon da stehe. Die haben gesagt, was für ein toller Empfang und ich habe mir gedacht, was sind die Fisch. Fußball war ja im Triest dann auch ein Thema. Weißt du noch, Manfred, wie wir einmal einen Spieler vergessen haben? Das war der AC Milan, oder? Ja, und die Spielerfrauen haben wir auch als Gäste gehabt. Die waren aber sehr, sehr fesch. Das waren lauter Models. Ich weiß noch, wie Rob in der Bar Musik gemacht hat, mit Caters CDs.
Der Keter war sein Lieblingsbarkeeper. Er war für viele Stars der Lieblingsbarkeeper. Keter hat so eine bestimmte Gabe. Er hört zu, er schenkt ihnen Vertrauen, er ist ein Entschleuniger. Er hat echtes Interesse an den Menschen. Es gab auch total skurrile Erlebnisse in Triest. Ich weiß noch, wie damals diese Rapband eincheckte. Die dachten, sie sparen sich die Putzerei und nehmen einfach so viel Kleidung mit, wie man für eine dreimonatige Tour braucht. Und wenn was dreckig ist, werfen sie es weg. Allerdings waren wir erst das zweite Hotel auf ihrer Tournee. Wir drei Mädels standen also an der Rezeption und sollten ihr Gepäck rauf in den vierten Stock tragen. Das waren pro Mann 5 übergroße Eishockeytaschen. Mich hat es mit so einer Tasche fast rückwärts die Stiegen runtergehaut. Und als wir nach über einer Stunde endlich schweißgebadet fertig mit dem Rauftragen waren, ist die Band allen Ernstes zu uns an die Rezeption gekommen und wollte wissen, wo das nächste Fitnesscenter ist. Sie wollten nämlich ein Workout machen. Da habe ich mir schon gedacht, geht's noch? Da hättet ihr doch nur eure Taschen tragen müssen, dann hättet ihr euer Workout gehabt. Ich hatte mal ein seltsames Erlebnis mit einer Girlsband. Wir hatten damals einen sehr feschen, dunkelhaarigen Rezeptionisten. Der wurde ständig von den Mädels ins Zimmer beordert, weil angeblich irgendwas nicht funktionierte. Die Mädchen wohnten auf 311, das war eine der Junior-Suiten. Angeblich ging der CD-Player nicht. Unser Rezeptionist hat gesagt, ich solle bitte hinaufgehen, er fühle sich mit der Situation langsam überfordert. Ich ging also rauf und fand die Mädchen alle im Bademantel vor. Die Stereoanlage war unter dem Fernseher. Ich hocke mich also hin, um den angeblich defekten CD-Player zu untersuchen, und da hockt sich eines der Mädchen neben mich und ihr Bademantel geht auf und sie hat nichts darunter an. Zeitgleich hat mich eine zweite von hinten berührt. Es war extrem strange. Ich bin dann wohl auch geflüchtet. Ich bin geflüchtet. Abfreut. Arge Geschichte! Mir fällt noch eine lustige ein. Gern Rengelshausen hat mich eines Tages in Triest angerufen und gesagt, ich habe dem Grönemeyer gerade vom Triest erzählt. Es kann sein, dass er sich bei euch meldet. Und kaum hatte ich aufgelegt, ging die Tür auf und der Grönemeyer stand da und sagte, Hi, ich bin Herbert. Ich möchte gerne die Suiten sehen. Ich sagte, kein Problem. Und wummzack, schon zog er bei uns ein. 114. Suite 114. Ja, in die 114. Und es hat ihm sehr gut gefallen. Weiter. So gut, dass er bei seinem nächsten Wien-Aufenthalt wieder zu uns gekommen ist. Damals kamen gerade der VW Phaeton und ein neues Audi-Modell raus. Und seine Produktionsfirma hat ihm die beiden Wagen zum Flughafen gebracht. Er sollte die testen. Der Herr Grönemeyer würde den Autotest grundsätzlich selber machen, aber zur Sicherheit wollten sie dennoch jemanden dabei haben, der gut Auto fahren kann. Also habe ich David, meinen jetzigen Mann, geschickt. Der David hat gedacht, er darf den Grönemeyer chauffieren, aber der Herbert Grönemeyer hat nur gesagt, alles klar, ein Auto für dich, ein Auto für mich. Los geht's, wer ist als erster im Triest? Nun, mein Mann, der hatte Probleme, nachzukommen. Ein Gast, an dem ich mich auch noch gerne erinnere, ist der Hugh Grant. Der Hugh Grant, der hat sein Bett auch immer selber gemacht. Entschuldige, woher wusste sie das? Okay, weiter im Takt. Ich war mit ihm mal einkaufen im Vintage Vienna. Nein, du musst es sagen, Entschuldige. Ich war mit ihm mal einkaufen im Vintage Vienna. Ja, du warst mit ihm einkaufen! Ja. In der Schleifengasse. Ich wiederum habe ihm einmal geholfen, auf Lepschi zu gehen. Das war 2004. Hugh Grant war zur Präsentation von Schokolade zum Frühstück in Wien und die Filmfirma hat auf einen Security-Man bestanden, der wie ein Schatten war. Hugh Grant war das lästig. Er kam zur Rezeption und bat mich, die Security abzulenken, damit er alleine losziehen könnte. Wir haben den Wachmann also mühsam irgendwas am Stadtplan gezeigt, ein Geschäft, das Mr. Grant angeblich sehen wollte, und währenddessen hat sich Hugh mit Trenchcoat und Hut vertschüsst. Der Security-Typ war total böse, als er bemerkte, dass er reingelegt worden war. Am nächsten Tag ist Hugh Grant wieder zu uns gekommen und hat gefragt, ob er sich auf meinen Platz setzen und im Internet surfen darf. Er ist 3 Stunden bei uns im Büro geblieben. Er hat sich richtig heimisch gefühlt. Normalerweise ist ja um 14.30 Uhr Schichtwechsel an der Rezeption, aber diesmal wollte niemand heimgehen. Es sind alle da geblieben, haben verstohlen gegrinst
und immer ins Büro geschielt und den Ju beim Surfen beobachtet. Man muss ja sagen, zur damaligen Zeit war ja, wenn man ins Internet wollte, musste man sich ins Büro setzen oder es gab halt irgendwann Rechner, aber so gängig, dass es jeder online hat, gab es ja damals natürlich noch nicht. Das hat natürlich den Mitarbeitern und Mitarbeitern immer sehr gefreut, wenn da die Gäste zu ihnen gekommen sind. Ja, ich glaube, ihr habt doch ein herrliches Lied für uns, gell, von meinem Lieblingsstar David Bowie. Gespannt, wie das klingt mit Geige. Geht's noch? Kommt das Unwetter schon? Seid ihr schon nervös? Ja. Wir rennen dann alle gemeinsam, gehen die Bar rüber und rennen dort weiter. Der war ja ein toller Gast, gell? Der hat viel Kaffee getrunken, viel geraucht und war wahnsinnig lieb und höflich. Viel geraucht, viel Kaffee getrunken, aber es gab einen anderen, der hat noch wesentlich mehr geraucht. Damals mit seiner Hand evakuiert. Ah, wer war denn das? Johnny Depp. Okay. Magst du uns erzählen, was da passiert ist? Ja, also so ist eigentlich
das war letztendlich der Johnny Depp ist, oder die Geschichte von Johnny Depp ist ja ein Mitschuld, dass es dieses Buch gibt. Mhm. Weil die Martina Die Martina hat nämlich recherchiert für einen ihrer Krimis und da geht es um eine Geschichte in einem Hotel und wie das genau abgeht, wenn ein Brandalarm passiert. Wir sind dazu Corona, während Lockdown-Zeiten, illegal bei uns in der Brasserie im Gasthaus gesessen. Und ich habe das erzählt und habe halt gleich ein Beispiel genannt, weil im Triest hatten wir auch Johnny Depp zu Gast, der damals ein Konzert hatte in den Sophiensälen in Wien, das es mittlerweile in der Form ja auch nicht mehr gibt. Und das war natürlich ganz, ganz große Aufregung, als Johnny Depp in Wien war und bei uns war und mit seiner Band, die zwar ganz furchtbare Kritiken gehabt hat, weil es war gerade ein schlechtes Konzert, aber Johnny Depp. Aber, Entschuldigung, die Band gibt es immer noch, ich glaube, der hat jetzt erst gespielt auf der Burg Glam. Ja. Ja, ja. Ja. Johnny Depp war bei uns und hat wahnsinnig geraucht. Und hat alle seine Bandkollegen, es waren 6 oder 7 Mann hoch, mit in die Suite genommen. Die haben alle geraucht, kein Fenster aufgemacht. Das war Dezember, Anfang Dezember. Und in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember, der Feiertag, ist 3-mal oder 4-mal am Nachmittag und am frühen Abend die Feuerwehr gekommen. Weil jedes Mal der Brandmelder ausgelöst hat, wenn 6 Leute natürlich da drinnen rauchen, das geht sich natürlich nicht aus mit geschlossenen Fenstern. Und dann ruft sie dann an und sagt sie so, sorry Mr. Depp, stop smoking, oder? Naja, und dann kommt die Feuerwehr, man kann das nicht verhindern, weil das Hotel in Wien, in der Großstadt, hängt man am Netz der Berufsfeuerwehr, also man kann das gar nicht verhindern. Und die sind gekommen und beim ersten Mal haben wir gesagt zur Feuerwehr, naja, es ist ein berühmter Gast und der ist in der Suite und der hat eh noch geraucht, es ist nichts passiert. Ja, wer ist es? Dann haben wir das der Feuerwehr gesteckt, das ist Johnny Depp. Ja, okay, sagt sie immer so aufhören. Eine Stunde später wieder der nächste Alarm. Und dann ist natürlich die Feuerwehr. Aber habt ihr es gesagt? Wir haben es ihm gesagt. Okay. Wir haben es ihm gesagt, bitte wenigstens das Fenster aufmachen, nicht so viel rauchen. Damals war ja auch grundsätzlich Rauchen noch nicht verboten in den Zimmern, muss man dazu sagen. Und insgesamt kam sie 3-mal und die Feuerwehr war wirklich angebissen und das kostet nämlich ja wirklich richtig Geld, weil das wird eine Minute abgehalten. Er war ja nicht arm. Also, er war ja nicht arm. Nur, die haben dann ihr Konzert in den Sophienseen gespielt und die haben sehr spät angefangen zu spielen, sodass die erst um 2 Uhr früh retour gekommen sind. Mhm. Und die haben sich gedacht, nachdem sie sich dann wieder im Zimmer getroffen haben, nach dem Konzert, naja, um dem vorzubeugen, hat einer sich gedacht, naja, dann schrauben wir den Rauchmelder einfach raus. Weil wenn man Rauchmelder rausschraubt, funktioniert das dann erst recht nicht. Wobei, das ja, heute geht es ein bisschen besser, aber bei den alten Anlagen war es so, da hat die Anlage überhaupt nicht mehr gewusst, was los war. Hat einen Alarm geschickt und es ist wieder die Feuerwehr gekommen. Um 3 in der Früh. Und es war zusätzlich noch 8. Dezember, es war eine riesige Weihnachtsfeier, wir haben einen offenen Kamin gehabt. Die Wetterlage war so, dass justament der Rauch vom Kamin oben vom Wind in diese Richtung gedrückt wurde, wo zufällig oben am Dach die Ansaugung von der ganzen Lüftungsanlage vom Hotel war und als die Feuerwehr kam, riecht es im ganzen Hotel nach Brandrauch. Wir haben aber auch nicht gewusst, wo der Alarm ausgelöst war, weil dadurch, dass es rausgedreht hat, war es einfach ein allgemeiner Alarm. Mhm. Und die Feuerwehr hat dann gesagt, so, wir wissen einfach nicht, was los ist, es stinkt im ganzen Haus nach Rauch, nach Brandrauch, wir evakuieren. Und wir haben um 3 in der Früh, das Haus war ausgebucht, es hatte 72 Zimmer, waren rund 140 Gäste im Haus und haben um 3 in der Früh, wirklich kalt, nebelig, grausliches Wetter, vom 6. Stock aufwärts evakuiert. Dann stehst, als Gast, um 3 in der Früh, auf die Wiener Hauptstraßen. Mit diesen weißen Schlapfen, mit gell? Mit den Badeschlapfen, viele im Bademantel, verdattert, verärgert. Manche haben dann, da hat es Vernünftige gegeben, die dann gesagt haben, naja, lieber einmal zu viel evakuiert und es ist nichts passiert und da, aber da sieht man, die sind gut vorbereitet und die können das. Und irgendwann einmal kriegen dann die Leute mit, da steht da Johnny Depp. Und kein Handy, weil das haben sie erst erfinden müssen. Nein, keine Fotos, fotografieren. Ist nicht in den sozialen Medien gelandet. Ja, wirklich. Und steht dann daneben und dann war das irgendwie dann doch für alle ein Erlebnis. Nur der ist mit den Zigaretten in der Hand gestanden, der hat keinen Genie. Kein gewusst, wer war's, gell? Ein Raucher. Du, die Leute fragen gern bei Hotels so, wie viele Bands schmeißen Fernseher aus dem Fenster? Also in meiner Zeit, und das habe ich über 30 Jahre immer wieder Bands und Künstler und ja, da waren wilde dabei, wie ACDC natürlich auch, aber es hat nie. Aber was heißt wild? Hauen die da Pommes am Boden oder was tun die? In Wahrheit, diese Geschichten, glaube ich, wo Fernseher aus den Hotelzimmern fliegen, aus den Fenstern fliegen, sind erfunden. Weil, wie gesagt, mit den sogar Limp Bizkit und so weiter, also wirklich mit den wildesten Bands, wir haben nie irgendwelche Probleme gehabt. Da ist eigentlich nie was passiert. Aha. Es gab nur hin und wieder den einen oder anderen
verrückten Sonderwunsch, der dann auf dem Tourrider steht, den wir müssen oder mussten. Okay. Ich erinnere mich, da gab es auch wieder ein Messer, gell? Ah. Ja, es gibt eine deutsche Künstlerin, die hat darauf bestanden, dass sämtliche Lebensmittel, die sie bestellt, wir sie dürfen isst, nicht sagen, wie sie heißt. Es fängt mit Nee an und hört mit was anderem auf. Und sie hat darauf bestanden, dass also sämtliche Lebensmittel, die sie isst, sämtliche Speisen, die man ihr zubereitet, müssen mit Porzellanmessern geschnitten werden. Und jedes Mal, wenn Tomaten zum Beispiel geschnitten sind worden mit dem Porzellanmesser, dann muss das Porzellanmesser entsorgt werden. Und wenn man dann einen Paprika schneiden hat müssen, dann hat man wieder ein neues Porzellanmesser nehmen müssen. Also die hat so einen Splen gehabt. Also so eine Energie, da war die Energie dann beschmutzt von dem Messer, ja, oder weiß man nicht. Was auch immer. Und das haben wir dann dokumentieren müssen. Und dann haben wir halt, ich weiß nicht, eine Unmenge von Porzellanmessern, die dann sagen müssen, dass die alle benutzt waren, dürften wir auch nicht abwaschen. Aber die kann man dann super verkaufen an Fans, oder? Nein, das haben wir nicht gemacht. Okay. Und wenn ich jetzt komme, weil das sind 1000 Schilling, kann ich bitte das Kopfkissenüberzug von Johnny Depp haben? Geht nicht. Nein. Die Klobrille? Geht nicht. Aber es wurde gefragt, oder? Es wurde gefragt, aber das machen wir nicht. Das hat den nicht Löffel? Okay. Ja, gell? Beinworte, aber nur so hat man das Vertrauen der Gäste, gell? Wenn man weiß, dass die dann nicht so. Ein Stubenmädchen hat es einmal das verschwitzte T-Shirt von Til Schweiger unter dem Maul gerissen, das er vergessen hat. Das hat es aber nicht verkauft, das gehalten, oder? Nein, das hat sie sich gehalten, aber das ist 6 Monate im Lost and Found gelegen und erst danach, weil dann werden die Dinge entsorgt und dann hat es genommen. Ach so. Hat es jeden Tag besucht, gestreichelt, gell? So. Aber jetzt kommt's. Aber ich weiß, ein Gast hat dich ein bisschen an den Rande des Nervenzusammenbruchs gebracht, obwohl er eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht hat. Nein. Aber für dich war es schlimm. Aber, ja, aber ich habe einen gewissen Splen natürlich. Und jeder hat einen gewissen Splen. Mhm. Und für diejenigen, die das Triest in Wien gekannt haben, wird es ein paar geben da auf der Bühne, auf der Arena, Waldarena da, da gab es einen wunderschönen Innenhof. Das Triest war die alte Pferdekutschenstation der Postkutschenlinie Wien-Triest. Und da gab es einen sehr schönen Innenhof und da gab es eine kleine Wiese in der Mitte. Rundherum hat man sitzen können im Garten, da waren über 30 Jahre Oliven. Das war alles mit wildem Wein verwachsen, das war herrlich und dazwischen, da drinnen war so eine kleine Wiese, die war ein Drittel vielleicht hier von der Bühne. Das war wirklich nicht groß. Das ist wirklich eine sehr kleine Wiese. Wirklich eine kleine Wiese. Okay. Aber das war wirklich eine Challenge, weil ich das Triest übernommen habe. Mit 30 Jahren hat es ein knappes Jahr offen gehabt, wir haben einen Restart gemacht. Und diese Wiese war einfach nicht schön und ich habe mir zum Ziel gesetzt, diese Wiese muss einfach schön sein, das muss ein wunderschöner grüner Teppich sein im Hof, wenn man da sitzt im Restaurant und isst. Und ich habe diese Wiese wirklich gehegt und gepflegt, habe meinem Team gesagt, meinen Mitarbeitern im Service, ihr dürft da nicht drüber latschen, wenn das Garten voll ist, ihr müsst außen herumgehen. Die Gäste haben das irgendwie mitgekriegt, die haben das auch respektiert und so ist diese Wiese wirklich ein Golfrasen geworden. Mhm. Und dann kam wer? Und dann kam Keith Flint. So muss man es erklären, Keith Flint, Enfant terrible, der Band Prodigy. Prodigy. Also eher so punkrockig, oder kann man sagen? War auch ein harter Wüderhund. Wieder ein harter Hund. Mittlerweile aber auch leider verstorben. Leider schon tot. Toter Wüderhund. Und da gibt es eine kleine Anekdote, ja. Ein bisschen, was meinen Splen hier ein bisschen widerspiegelt mit dieser Wiese im Triest. Keith Flint auf meiner Wiese. Jeder Mensch hat einen Splen. Meiner war damals eine kleine Wiese im Innenhof des Hotel Triest, umringt von 4 Olivenbäumen, die damals schon über 30 Jahre alt waren. Diese Wiese sollte mein englischer Rasen werden. Ich habe ihn gemäht, gejätet, gedüngt. Sobald ich eine freie Minute hatte, ging ich hinaus, um an dem Rasen zu zupfen. Mein Team hat mich deshalb mehr als belächelt. Gleichzeitig wussten alle, dass die Wiese heilig war. Niemand hätte gewagt, sie zu betreten. Doch dann checkte 2009 Keith Flint, der Sänger von Prodigy, bei uns ein. Prodigy gehörte zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bands der 90er. Songs wie Breath oder Firestarter waren weltweite Hits. Der mittlerweile verstorbene Keith Flint galt als Enfant terrible. Und tatsächlich tat er das Unerhörte. Er marschierte direkt zu meiner Wiese, breitete ein großes buntes Badetuch auf meinem heiligen Rasen aus und legte sich darauf. Es war später Mittag und der Gastgarten war sehr gut besucht. Ich bin innerlich ausgeflippt, dass der da jetzt auf meiner Wiese liegt. Dann ließ er sich auch noch Speisen und Getränke bringen, sodass auch nun meine Kellner über die Wiese latschten. Meine Frontdesk-Mitarbeiterin Gabi bemerkte das natürlich und konnte sich das Lachen nicht mehr verkneifen. Ich selbst lief alle 10 Minuten zur Terrassentür, um nachzusehen, ob er immer noch da ist. Dann hat er auch noch zu rauchen begonnen. Chick-Stummel ist diesen Ausdruck. Ich habe gejammert. Keith Flint wegweisen, das habe ich mich dann doch nicht getraut. Aber solange er in meiner Wiese lag, war ich fertig mit den Nerven.
Ich war total erleichtert, als er nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder sein Handtuch einrollte und von dannen zog. Das war Kiss Flint, mein Splen, kleiner Splen hier auch beschrieben. Was aber hier im Buch auch noch ist, und das möchte ich sagen und zeigen, das Buch bringt jetzt nicht nur Anekdoten, und das ist ein kleiner Auszug, da gibt es ja viel Lustige noch drinnen, sondern das Buch ist auch ganz toll, weil wir alle oder sehr viele Gästebucheinträge, die teilweise auch Kunstwerke sind, sehr professionell abfotografiert haben, und normalerweise sind diese Einträge ja immer im Gästebuch im Hotel und für niemanden in der Öffentlichkeit einsehbar. Und auch das ist in diesem Buch, glaube ich, sehr, sehr schön dargestellt. Mhm. Das heißt, man kann dann nicht nur eine Signatur von dir haben oder von mir haben, sondern man hat auch eine Signatur von allen Stars, die eigentlich jemals da waren. Gell? Ja. Ja. Manfred, du bist ja immer noch Hotelier. Also das Hotel Triest gibt es nicht mehr. Also wer das in den Medien vielleicht mitverfolgt hat, das wurde geschlossen. Aber die Stars kommen nach wie vor zu dir. Die kommen jetzt ins Guesthaus und in die Josephine. Magst du uns von diesen Hotels ein bisschen was erzählen? Gerne. 2012 haben wir mich dann aus dem Triest verabschiedet, weil unser Pachtvertrag dann dort ausgelaufen war. Und meine jetzigen Geschäftspartner und Investoren haben ein Haus in Wien im ersten Bezirk, direkt hinter der Oper und Albertina, erworben. Das war ein 50er-Jahre-Bau, der architektonisch alles andere als aufregend war. Aber die Lage war gut, und der Daniel Jelitzka von JP Immobilien hat mich damals gefragt. Ich kannte ihn, weil er hat bei mir 3 Monate im Triest gewohnt, obwohl er als großer Immobilienentwickler und Zinshausbesitzer ist er mit seiner eigenen Wohnung nicht fertig geworden und musste mit der Familie 3 Monate im Hotel wohnen, und so haben wir uns auch kennengelernt. Unangenehm. Und er hat zu mir gesagt, du magst dir das Haus nicht anschauen, es ist von außen sehr hässlich, aber du musst dir den Schlüssel holen und reingehen, weil der Blick nach draußen ist schön, weil man schaut von uns direkt auf Oper, auf die Albertina und geradeaus ins Wiental. Und das Gästehaus habe ich dann entwickelt. Mit dem Interior Designer Sir Terence Conran. Das war auch das letzte Hotel, das Terence Conran gemacht hat. Und das ist jetzt eben hinter der Oper und Albertina mit 39 Zimmern und mit einer eigenen Brasserie und einer eigenen Bäckerei. Wir machen das Brot und Gebäck selbst. Mhm. Ganz, und ganz tolle Salzstangen. Ich glaube, in jedem Salzstangen ist ein Viertelkilo Butter drin. Aber es schmeckt urgut. Und auch da kommen nach wie vor Künstler, nicht mehr so in dieser großen Zahl, wie das im Triest war, weil ich einfach nicht so viele Zimmer habe für diese Movements, weil ich ja nur 39 Zimmer habe, aber wenn es kleinere, nette Geschichten sind, viele sind mir treu geblieben. Mhm. Und zweites Hotel, Hotel Josephine, Zeitreise 20er, 30er Jahre, da nimmst du uns sogar noch weiter zurück, gell, in der Zeit. Ja, und wir haben in den Lockdown hinein geöffnet, im September 21. Die Josephine, das ist ein altes, schon das wie ein kleines Schlösschen in der Esterhazy-Gasse. Das wurde als altes Zinshaus gebaut, wurde in den 20er Jahren in ein Hotel umgebaut, und das haben wir jetzt umgebaut im Stil der 20er Jahre und heißt jetzt die Josephine, und das ist ein ganz analoges Hotel. Das heißt, es gibt Schlüssel mit einem Bämmerl dran, wo die Zimmernummer draufsteht. Es gibt Wählscheiben, das fängt zum Tröpfchen an. Es gibt Wählscheibentelefone, das heißt, man muss also wirklich so wählen, und man glaubt es nicht, in der heutigen Zeit sind bei jungen Gästen stoßen wir mit der analogen Technik an die Grenzen des Verständnisses, weil es gibt Gäste, die kommen retour und sagen, der Schlüssel sperrt nicht, weil die glauben, es ist so fake und halten den Schlüssel hin und glauben, die Tür geht sich selbst auf. Oder sie sagen, das Telefon funktioniert nicht, weil es steht Dial 100 for anything, aber sie drücken bei 1 und 00 und sie drehen die Wählscheibe nicht. Das passiert leider tatsächlich. Manchmal hat es einen Vorteil, wenn man öfter ist. Gell? Ja. Wollt ihr uns noch zum Abschied ein Stück spielen? Oder regnet eure Instrumente an? Ihr müsst sagen, wenn es aufhört, müssen wir vielleicht, dass der Schlag trifft. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn es auf die Stromkabeln regnet. Solange so ist, was ich sehr gut, habe eine sehr große Gewissheit. Dann hörst du sofort auf und dann brechen wir ab. Aber wir liegen super in der Zeit, also es passt total, wenn jetzt noch ein Stück spielt, und wenn es noch nicht regnet, könnt ihr gerne noch Fragen stellen nachher. Okay? Wir spielen das von Sting and the Police. Was geht noch? Beige? Ja. Thank you.
Gitarre spielen habe ich noch nie gesehen. So. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken auch bei der Buchhandlung Hein, die jetzt die Bücher sofort wegräumen musste, damit sie nicht nass und beschädigt werden. Ihr könnt natürlich trotzdem noch schnell eins kaufen und wir signieren es. Ja? Dass die armen Bücher nicht umsonst kommen sind. Will ich jetzt vorziehen das Ganze. Und wenn ihr noch Fragen habt, bitte gerne. Und ansonsten können wir auch in das Lokal übersiedeln und dort weiterreden. Oder? Was ist das? So ist es. Oder? Gehen wir einfach rum dann. Ja, die sperren zu. Ja, das ist schlecht. Okay, also, ich bin aber daheim, das musst du entscheiden. Achso, okay. Na, ich bleib sowieso bis morgen da. Also, ja. Ja. Vielleicht kriegen sie nicht so schnell, wie man glaubt. Ja. Ja. Genau, also wir sind da, wir sitzen da, kommt her, fragt uns was, redet mit uns. Und ansonsten sage ich einmal vielen herzlichen Dank. Ja, für die Aufmerksamkeit, dass ihr mich und diese Zeitreise gemacht habt. Ja. Aber wie gesagt, viele Anekdoten, lustige Geschichten, interessante Geschichten sind wirklich im Buch, plus diese schönen Gästebucheinträge. Und ein Dankeschön auch an Helene, die ist hier. Helene, ja, unsere Verlegerin ist da. Danke, Helene. Weil auch das Buch, muss man sagen, ist also grafisch wirklich sehr, sehr schön gemacht worden. Und da hat sich der Verlag wirklich wahnsinnig ins Zeug gelegt. Vielen Dank. Danke. Ich würde jetzt ausschalten, dass das kaputt wird, gell? Das weiß ich nicht. Gell? Okay.